Ich sage schnell, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin heute am Swiss Classics Rad in Luzern und möchte euren Stand zeigen. Kommen mit, dann mache ich so und laufe her. Ist gut. Und dann schauen wir, wo wir dort nachher herstehen. Wir machen dort dann weiter. Ist gut? Ist gut. Okay. Wir kommen zurück auf meinem YouTube-Kanal von Bachelor Mechanics. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet. Ich bin am Swiss Classics Rad in Luzern, eine der grössten Oldtimer-Messen in der Schweiz. Und möchte euch heute meinen Stand zeigen. Kommen mit. Hier bin ich vertreten mit zwei Autos an meinem Stand. Ich habe zu meiner rechten Seite meinen Alpina mitgenommen. Nur als Ausstellungsmodell. Zum Verkauf steht er nicht, den gebe ich leider nicht her. Ein schöner 3,5 Liter Saugermotor, der sehr Anspruch gefunden hat bis jetzt. Es hat sehr gut besucht heute, heute am Samstag. Gestern hat es nicht so viele Leute gehabt. Es ist schon ein Eyecatcher und ist gut hier. Und die Leute sind sehr interessiert, um von diesem Auto mehr zu wissen. Nur schon, weil es einfach einen gewissen Seltenheitswert hat. Zu meiner linken Seite habe ich den P1800 mitgenommen, den ich an der Auto Zürich auch schon dabei hatte. Jetzt ist er parat. Ich habe ihn fertig gemacht zwischen Auto Zürich und jetzt. Sprich, das Auto ist fahrführbereit und kurz vor der Veteranenprüfung. Der ist zum Verkauf ausgeschrieben, kostet knapp 50'000 Franken. Ich freue mich, dass ich auch den hier habe, einfach, dass ich noch eine schwedische Vertretung hier habe und nicht nur einen deutschen. Und hoffe, dass das am DS-Wochenende gut verlaufen wird und dass der verkauft wird, das Wochenende. Und vom P1800 haben wir also gerne ein separates Video von der Auto Zürich und noch von der Vorstellung vom Auto selber. Also ich verlinke es noch Ende vom Video, klickt auch dort noch drauf, wenn es euch interessiert von dem P1800. Ja, ich bin schon das zweite Jahr an der Swiss Classics World Luzern. Das letzte Jahr war Premiere für mich. Ich finde es eine unheimlich schöne Oldtimer-Messe. Es hat verschiedene Marken, verschiedene Preisklassen. Das Publikum, das hier rumläuft, ist auch sehr angenehm. Es hat mega viele Interessierte. Und weil es wirklich spezifisch eine Oldtimer-Messe ist, sind wirklich nur Oldtimer-interessierte Menschen da. Und da kommt man zu unschönen Gesprächen, auch zu ganz vielen interessierten Leuten, die einfach sonst ein bisschen Informationen über die Autos wollen oder über das Gewerbe. Aber du machst auch ganz gute Kontakte. Also für mich ist es super, dass ich hier da andere Restaurationsfirmen kennenlerne, Teilehändler kennenlerne, gute Kontakte knüpfen, allenfalls auch mit Markenclips oder Classic Car Clips. Und das ist so schon bereichernd für mich, dass ich hier sein darf. Die Swiss Classics World Veranstalter sind auch mega liebe. Ich habe es mit ihnen mega gut. Die Organisation ist herrlich, jedes Jahr. Die Anlieferung ist super, Stand wieder aufräumen ist super und alles zu mega fairen Konditionen. Also ich hoffe, die Messe macht es noch die nächsten Jahre und ich werde noch ein Haufen Jahre können da sein. Es ist mega, mega lässig. Ja, dieses Jahr teile ich mir den Messestand mit einem Händler, wo ich zusammen arbeite. Mit Simeon Classic Cars. Er hat auch zwei, drei Autos hier mitgenommen. Wir arbeiten jetzt schon ein Jahr miteinander zusammen, haben ein mega gutes Verhältnis. Er bringt mir auch immer wieder mega viel Arbeit. Und dementsprechend habe ich es cool gefunden, weil ich sein Restaurator bin, dass er als Händler nicht mehr ist und ich als Restaurator von ihm nebendran. Er hat auch ganz coole Autos mitgebracht. Ein Volvo Amazon hat er mitgebracht. No. Zwei habe ich ein anderes Auto in Zürich auch mitgenommen. Ein Saab 99. Auch etwas Spezielles, sieht man noch nicht viel. Von der S90 Staatslimousine von der Volvo, also das war eine offizielle Staatslimousine von Schweden. Hinten da mit Kühlschrank und Champagnerhaltefach und allem möglichen, eine längere Version. Auch etwas sehr Seltenes, von denen haben sie nicht viel gebaut. Und ich finde es cool, dass er da mit den Schweden vertreten ist. Und ich hoffe, wir machen nächstes Jahr wieder einen Stamm miteinander. Okay, warte jetzt. Ich muss eben gerade schauen, ob ich allenfalls Silvia Stenko nicht kenne. Ich hoffe, von meiner Region innerlich nicht. Der Guttheimer von St. Margrethe war ein Referent von mir. Da hast du gut mit ihm. Ja, jetzt laufen wir hier mal durch die Halle durch. Ich bin der Halle 1, 4 hat es im Ganzen. Wir gehen jetzt mal nur auf die Halle 1 hin. Es ist schön, dass ich hier auch noch Leute aus der Region von mir habe. Da hat es Vorkriegsauto dabei, es hat Nachkriegsauto dabei. Es freut mich riesig, dass ich einen, der relativ nahe von mir ist und auch Referent bei mir in der Weiterbildung war, da habe. Marcel Wittler von Guttheimer ist da. Das wäre der Stand. Ist cool, er hat auch noch ganz schöne Autos vor Ort. Meistens eine obere Preisklasse, aber es hat auch so Sachen zwischen drin, so ein 2002 BMW oder so, finde ich mega schön. Und ich finde es cool, dass ich hier da in meiner Halle auch noch Leute aus der Region habe. Ist mega schön.
Leute, die in einer Beziehung sind und viel am Abend miteinander Fernsehen schauen, sind schlecht für Beziehung. Du machst nichts mehr miteinander. Du hockst zwar gemeinsam auf dem Sofa, aber miteinander agieren tust du ja nicht. Sollen wir weiterlaufen? Ja, es ist auch erstaunlich, wie viele ehemalige Schulkollegen, dass ich von der Restauratoren-Weiterbildung kenne. Da rechts neben dran Ackermann Ulkheimer. Das ist auch einer von denen, ist mit mir in die Weiterbildung gegangen, sein Fahrzeugrestaurator. Es ist schön, wenn man dort von der Schule von früher noch mal sieht. Nochmal kannst du mit ihnen reden, wie läuft. Was ist gegangen bei dir jetzt in diesen 2-3 Jahren und so? Das ist mega lässig. Einer, den ich letztes Jahr auch gesehen habe und auch wieder da ist, das ist ein Autosattler. Autosattler like Kehlin. Den haben wir hier. Und ich habe heute mitbekommen, nein, gestern mitbekommen, dass sogar einer aus meinem Dorf macht, bei ihm jetzt die Lehre als Autosattler. Also es ist schön zu sehen, dass so ein Betrieb auch noch die Jungen fördert, obwohl er selber jung ist, den Lehrling angenommen hat. Das ist mega schön. Das ist ein Prominenter, gell? Ja, genau. Ja. Heute hat es mehr. Ja, heute hat es ein Stück mehr als gestern. Aber jetzt schon? Das geht. Jetzt geht es gleich. Ja. Und sicher nicht weniger. Sicher nicht. Weniger sind es nicht. Nein, ich habe gesagt, über gleich viele Leute. Ja. Aber es ist cool. Gestern haben wir noch den Aussteller-Apero gehabt. Ja. Dann unten war in der amerikanischen Halle. Wunderschönen guten Tag. Ja, ja. Wissen wir ja natürlich. Das sind die von den Classic-Daten. Die stellen Oldtimer-Gutachten. Sie sind europaweit gut vernetzt, haben ein ganzes Netzwerk, wo eben auch Preise und so drin sind. Und dadurch, dass sie eine der grössten sind, haben sie eine coole Datenbank, wo kannst du darauf zugreifen. Und ich habe mich jetzt angemeldet, um bei denen Experte zu werden, dass ich nachher selber Gutachten ausstellen kann. Ich gehe dann in eine Schulung im November und dann wird es super. Ja, das wäre es von mir gewesen, von der Swiss Classics World in Luzern. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Ich schalte nachher noch den Link vom Video vom Alpiner rauf und vom Video vom P1800. Klickt drauf, wenn es euch noch interessiert. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Video.